Ja, ich wollte jetzt noch ein wenig zur Geschichte reden vom Parlamentarischen Rat. Moment. Und zwar dieses Gebäude hier, was heute als Außenstelle genutzt wird vom Bundesrat und auch vom Bundestag, wo sie noch Veranstaltungen machen, sind ja hauptsächlich in Bonn, Berlin heutzutage seit dem Jahr 2000, glaube ich. Zumindest der Bundesrat ist seit 2000 dort. In diesem Gebäude, was früher mal der Lehrerausbildung diente, dort, in dem Gebäude hat sich der Parlamentarische Rat das erste Mal getroffen. Klar, Moment, die Polizei hat einen Wunsch, den wir vorgelassen haben. Ja, also wie ist der Weg gewesen zum Parlamentarischen Rat? Ist jetzt sehr zusammengefasst. Die Quelle ist eine Zeitleiste aus Beobachtung der Parlamentarische Rat 1948-1949 von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Anschrift Willy Brandt Allee 14, 53113 Bonn. Ja, am 8.5.1945 war die Kapitulation der deutschen Wehrmacht oder auch aus anderer Perspektive, der ich mindestens ebenso zustimmen würde, der Tag der Befreiung vom Naziregime. Am 5.6.1945 gab es die Berliner Deklaration, die hat Deutschland in die vier Besatzungszonen eingeteilt. Dann vom 17. Juli bis 2. August 1945 gab es die Potsdamer Konferenz von USA, Großbritannien und Sowjetunion. Die haben dann beschlossen, einige wichtige Grundsätze für die Behandlung des besiegten Deutschlands, die Demokratisierung, die Demilitarisierung, die Entnazifizierung und die Dezentralisierung. 6.9.1946, darauf gehe ich noch ein bisschen genauer ein, ich werde das schon mehr zusammenfassen, als ich es vorgehabt hatte, Stuttgarter Rede der Hoffnung von seiner Exzellenz US-Außenminister James F. Burns, zusätzlich zu dem, was die Westalliierten alle wollten, nämlich, dass Deutschland demokratisch wird, föderalistisch, also nicht mehr so zentralistisch und dass es weniger militaristisch ist und dass wir Grundrechte haben im Grundgesetz, wollte er uns eben noch auf die Frieden und auf die Menschenrechte der UNO verpflichten. Das geht aus der Stuttgarter Rede der Hoffnung hervor, findet sich heute in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Ja, dann am 20. März 1948 haben sich die Westalliierten mit der Sowjetunion zerstritten. Dann gab es von 20.04. bis 2.06.1948 eine Sechsmächte-Konferenz. Da gab es die Empfehlung für eine verfassungsgebende Versammlung der drei westlichen Besatzungszonen. Am 20.06. wurde beschlossen, die D-Mark in den westlichen Besatzungszonen einzuführen. Vom 18.06. bis 24.06.1948 gab es dann die Warschauer Achtmächte-Konferenz für eine gesamtdeutsche verfassungsmäßige Ordnung, die eben mehr Richtung Kommunismus gehen sollte. Das heißt, das war ein zeitlicher Wettlauf zwischen der Schaffung des Grundgesetzes und einer eher Richtung Kommunismus gehenden Verfassung für ganz Deutschland. Dann wegen der Einführung der D-Mark gab es dann die Blockade Westberlins durch die Sowjetunion und die westalliierte Luftbrücke. Es war eine ziemlich aufgeheizte Situation damals und der Wettlauf, ob erst das Grundgesetz fertig wird oder erst die von den Kommunisten halt gewollte gesamtdeutsche Verfassung. 1.7.1948, da ist die Ermächtigung für die Schaffung des Grundgesetzes von den westalliierten Militärgouverneuren, Dokument Nummer 1. Und die Ministerpräsidenten der Bundesländer, die wollten keine Verfassung, weil es ja nur für den Westen Deutschlands erstmal war, sondern ein Grundgesetz, etwas Vorläufiges. Und der Herrenchiemseer Konvent, das war ein Expertengremium, und der Herrenchiemseer Konvent, der hat beschlossen, das war ein zusammengesetzt aus Sachverständigen, keine Abgeordneten, einen ersten Entwurf für das Grundgesetz, der sogenannte Chiemseer Entwurf. Das war vom 10. bis 23.08.1948. Dann haben von Mitte August bis zum 31. August 1948 die Landtage die Abgeordneten im Parlamentarischen Rat gewählt. Und am 1.9.1948 hat er drüben in dem Gebäude dann der Parlamentarische Rat das erste Mal getagt. Für einen Überblick, der Parlamentarische Rat bestand aus 65 stimmberechtigten Mitgliedern, 61 Männer und 4 Frauen. 30 waren von der SPD, 19 von der CDU, 6 von der CSU, 5 von der FDP und je 2 Leute von der DP, der KPD und dem Zentrum. 5 beratende Leute waren aus Berlin dort.
Am 1.9.1948 gab es auch wegen der Konkurrenz, was für eine Ordnung denn zustande kommen sollte, einen Antrag von der KPD, den Parlamentarischen Rat aufzulösen, weil sie halt lieber eine kommunistische gesamtdeutsche Verfassung haben wollten. Nichtsdestotrotz haben alle Parteien im Parlamentarischen Rat konstruktiv zusammengearbeitet, sodass dieses, unser gutes deutsches Grundgesetz, zustande gekommen ist. Am 8. Mai 1949 ist das Grundgesetz dann beschlossen worden und am 23. Mai 1949 ist es dann verkündet worden. Wir möchten uns einen kleinen Moment, soll ich die Rede unterbrechen? Alles okay, Sarah? Gut. Wir möchten uns bedanken, auch bezüglich einzelner Abgeordneter des Parlamentarischen Rats. Ich möchte einige besonders hervorheben, die besonders sich eingesetzt haben für wichtige Vorschriften. Besonders Dr. Thomas Dehler von der FDP. Auf ihn geht es zurück, diese Ewigkeitsgarantie als Lehre aus dem Ermächtigungsgesetz, dass es so etwas wie das Ermächtigungsgesetz der Nazis nie wieder geben darf. Und er hat in der Hauptausschusssitzung vom 12.01.1949 gesagt, dass eben diese Ewigkeitsgarantie dafür da ist, sinngemäß, dass nie wieder jemand unbemerkt eine Revolution gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung tun kann. In Dr. Thomas Dehlers Amtszeit, später als Justizminister, fällt es auch, dass das Handbuch der Rechtsförmigkeit geschaffen wurde. Ein Handbuch dafür, wie man Gesetze macht. Dann einen kleinen Moment. Ist alles in Ordnung? Darf ich weiterreden? Gut. Alles okay. Dann möchte ich noch besonders lobend hervorheben für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Hälfte der weiblichen Abgeordneten war von der SPD. Das war Dr. Elisabeth Selbert und Friederike Nadig. Es war eigentlich Konsens, dass in das Grundgesetz ein allgemeiner Gleichheitsgrundsatz in den Artikel 3 reinkommt. Aber dass es auch notwendig war, die Gleichheit von Mann und Frau dort besonders hervorzuheben, das haben wir vor allem diesen beiden Damen zu verdanken. Dann möchte ich lobend erwähnen vom Zentrum Helene Wessel und Johannes Brockmann. Die beiden Abgeordneten von Zentrum haben sich dafür eingesetzt, dass wir mehr soziale Grundrechte ins Grundgesetz bekommen, haben sich leider nicht durchgesetzt. Also Zentrum, das waren so praktisch die konservativen Links von der CDU. Und wir haben ja ein grundrechtsgleiches Wahlrecht. Dass das Wahlrecht nicht nur über Strukturprinzip Demokratie abgesichert ist, sondern auch noch für jeden subjektiv einklagbar über ein Grundrecht, in Artikel 38 Grundgesetz. Das Zentrum wollte, dass wir auch ein grundrechtsgleiches Volksabstimmungsrecht haben. Das ist leider nicht reingekommen. Ansonsten muss ich meinem Vorredner leider bezüglich Volksabstimmung leicht widersprechen. Die Volksabstimmungen sind im Grundgesetz drin. Denn in Artikel 20 Grundgesetz steht, dass das deutsche Volk seine Macht eben ausübt durch Wahlen, Abstimmungen und durch die Organe der Legislative, Exekutive und Judikative. Und da steht das Wort Abstimmung. Und ziemlich gegen Ende des Grundgesetzes gab es eine Abstimmung darüber, ob man dieses Wort Abstimmung aus dem Artikel 20 Grundgesetz rauswirft. Und mit klarer Mehrheit hat sich dafür entschieden, es drinstehen zu lassen. Der Parlamentarische Rat hat sich entschieden, dass er aber dem Gesetzgeber auf der einfach gesetzlichen Ebene dann überlässt, wie viele Abstimmungen wir bekommen. Verpflichtend hat er es nur gemacht für zwei Dinge. In Artikel 29 Grundgesetz, wenn wir die Bundesländer neu gliedern, und in Artikel 146 Grundgesetz, wenn wir irgendwann das Grundgesetz durch eine Verfassung ersetzen mit Volksabstimmung. Aber der Parlamentarische Rat wollte für wesentlich mehr Gegenstände Volksabstimmung. Sie waren sich nur nicht einig, wie viel mehr. Das wird leider eben oft auch falsch dargestellt, selbst von NGOs teilweise, die sich für mehr Volksabstimmung einsetzen und das irgendwie nicht zur Kenntnis nehmen. Ja, da möchte ich auch lobend erwähnen den Abgeordneten Walter Menzel von der SPD. Der hat Quelle hier, Moment, also zum Zentrum, dass die mehr Volksabstimmung haben wollten,
Der Parlamentarische Rat, Harald Bold Verlag, Band 9, Seite 559, genau. Und dass sie mehr soziale Grundrechte wollten, im gleichen Buch die Seite 557. Wir wollen ja auch dem Zitatrecht jederzeit Genüge tun. Und der SPD-Abgeordnete Walter Menzel hat gesagt auf der dritten Sitzung, Plenum Parlamentarischer Rat, 9.9.48, das gleiche Buch, auch Band 9, Harald Bold Verlag, Seite 77 jetzt im Parlamentarischen Rat. Er war eben dafür, dass man Volksabstimmungen auch zulässt, zum Beispiel, um ein Parlament auflösen zu können. Nicht nur für Volksentscheide und Volksbegehren. Ich möchte leider, weil Parlamentarischer Rat etwas überschattet darüber, dass über diesen Wettlauf, die KPD wollte die gesamtdeutsche, eher kommunistisch ausgerichtete Verfassung und hat immer wieder ja, sehr kontrovers mit der CDU diskutiert. Und ich möchte aber sehr lobend hervorheben, die KPD-Abgeordneten wollten die Aufnahme ins Grundgesetz eines Artikels 2a, welcher, Zitat, das Mindestmaß der zum Leben notwendigen Nahrung, Kleidung und Wohnung, Zitat Ende, mit Grundrechtsrang absichern wollte. Das wurde leider auf der 41. Sitzung des Hauptausschusses abgelehnt, am 15.01.1949. Das haben wir im Bundesarchiv entsprechend auch recherchiert, ohne Debatte. KPD hat einige gute Vorschläge gemacht, was ins Grundgesetz sollte, aber dass sie zweitgleisig gefahren sind, wurde leider da so gut wie alles abgelehnt. Ich möchte auch noch einen Abgeordneten der CDU und der DP hervorheben gleich, aber das möchte ich gleich zu Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz machen, da komme ich genauer drauf zu sprechen. Ich möchte einmal die Grundrechte aufzählen vom Grundgesetz, die Grundrechte, die man findet, nicht im ersten Abschnitt, der bis Artikel 19 geht, sondern weiter hinten, den nennt man auch Grundrechtsgleichenrechte. Wer einen Überblick haben will, erstmal Artikel 1 bis 19 sind Grundrechte und die Grundrechtsgleichenrechte sind in Artikel 93 Nummer 4a Grundgesetz alle aufgezählt. Da findet man eine Liste davon. Die Grundrechte des Grundgesetzes sind die Menschenwürde in Artikel 1 Absatz 1, die Freiheit in Artikel 2 Absatz 1, das Leben und die körperliche Unversehrtheit in Artikel 2 Absatz 2, in Artikel 3 den Gleichheitsgrundsatz und die Gleichheit von Mann und Frau, in Artikel 4 Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, in Artikel 5 Absatz 1 Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit, Artikel 5 Absatz 3 Freiheit von Kunst, Lehre und Wissenschaft, Artikel 6 besonderer Schutz von Ehe und Familie, Artikel 7 befasst sich mit Religionsunterricht und Privatschulen, Artikel 8, warum wir hier stehen dürfen, die Versammlungsfreiheit. Artikel 9, die Vereinigungsfreiheit, aber immer mit der Pflicht zum Respekt vor dem Gedanken der Völkerverständigung. Alle Vereinigungen, die sich gegen die Völkerverständigung wenden, müssen verboten werden. Ist im Grundgesetz schon verankert. Artikel 10, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Artikel 11, die Freizügigkeit, also dass man in Deutschland rumreisen darf. Artikel 12, die Berufsfreiheit. Artikel 12a, Recht auf Wehrdienstverweigerung. Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung, also Hausfrieden. Artikel 14, Eigentum und Erbrecht. Artikel 15, da geht es um Entschädigung bei Verstaatlichung, bezieht sich eigentlich auch mit auf Artikel 14. Artikel 16, Schutz vor Ausbürgerung und vor Auslieferung. Artikel 16a ist das Asylrecht. Artikel 17, das Petitionsrecht, woran auch ja unsere Petition, die unseren Gesetzentwurf Stopp den Grundrechtsboykott transportiert, anknüpft. Artikel 18 ist eine Verpflichtung, ist kein Grundrecht auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da werde ich noch erzählen, was das überhaupt ist. Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, die Rechtsweggarantie, das Grundrecht, was der unantastbaren Rechtsstaatlichkeit am nächsten ist. Dann haben wir als Grundrecht, und das ist nur subsidiär, als allerletztes Mittel, das Recht auf Widerstand, Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Aber das darf man nur anwenden, wenn die Ordnung des Grundgesetzes in Gefahr ist. Und nur als letztes Mittel, wenn die rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind und auch andere Mittel wie zum Beispiel Schaffung von Transparenz ausgeschöpft ist. Und nur, soweit eine Widerstandslage sachlich und zeitlich reicht. Und sobald der Staat wieder funktioniert, ist auch das beendet und es muss immer das sanfteste Mittel genommen werden. Es ist mir wichtig, das einmal zu erwähnen. Es rufen heute so viele Menschen nach Widerstand, wenn sie eigentlich nur Protest meinen und wissen gar nicht, wann dieses Grundrecht angewendet wird und sorgen dann, ja,
dafür, dass sie falsch verstanden werden. Dann haben wir in Artikel 33 Absatz 1 bis 3 Grundgesetz staatsbürgerliche Gleichheit aller Deutschen inklusive Zugang zu öffentlichen Ämtern. Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz. Das ist meines Erachtens eine Lehre aus den schlimmen Erfahrungen mit der IG Farben. Damals saßen Konzernlobbyisten in Amtsstuben während des Dritten Reichs. Und deswegen hat man gesagt, mit dem Funktionsvorbehalt, dass man grundsätzlich die hoheitliche Macht nur ausgeübt werden darf von Leuten, die beim Staat beschäftigt sind und da einen Eid drauf geschworen haben auf unser Grundgesetz. Also öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis. Ob das jetzt Beamte sein müssen oder nicht, da kann man unterschiedlicher Meinung vielleicht sein. Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz, soweit es halt Beamte sind, die Grundsätze des Berufsbeamtentums. Artikel 38 Grundgesetz, das grundrechtsgleiche Wahlrecht inklusive Freiheit der Abgeordneten, aber auch eine Pflicht der Abgeordneten, das haben wir auch bei unserer Syrien-Klage geltend gemacht, zur Gewissensprüfung. Das real existierende Gewissen muss auch angewendet werden. Das ist das, was zu der Freiheit der Abgeordneten eben dazugehört, als Gegengewicht. Dann haben wir in Artikel 101 Grundgesetz das Recht auf den gesetzlichen Richter und das Verbot von Ausnahmegerichten. Artikel 103 Grundgesetz enthält Rechte des Angeklagten auf rechtliches Gehör, das Verbot rückwirkenden Strafrechts. Jederzeit muss man wissen, welches Strafrecht Anwendung findet. Eine Handlung darf nie rückwirkend strafbar gemacht werden. Und der Grundsatz nebis in idem, keine doppelte Bestrafung, als in Artikel 103 Grundgesetz. Artikel 104 Grundgesetz sind Rechtsgarantien für Leute, denen die Freiheit entzogen wird. Ich möchte noch auf das Handbuch der Rechtsförmigkeit eingehen, was auf unseren ersten Justizminister, den Vater der Ewigkeitsgarantie, Dr. Thomas Dehler, zurückgeht. Das ist ganz wichtig, weil das ist nicht auf dem neuesten Stand. Und da wundert man sich manchmal, was die Leute für Gesetze machen. Das Handbuch der Rechtsförmigkeit ist zum Teil noch auf einem Stand von vor Jahrzehnten. Auf Seite 17 kann man das nachlesen. Das Handbuch der Rechtsförmigkeit verweist auf jetzt auf höheres Recht, was man bei der Schaffung jedes Gesetzes beachten muss. Auf das Grundgesetz, auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, auf die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats, auf die EU-Grundrechtecharta. Auf die vier. Aber es fehlen dort die 8 Menschenrechtsverträge der UNO, die wir ratifiziert haben. Der UNO-Sozialpakt, der UNO-Zivilpakt, die Anti-Folter-Konvention der UNO, die Antirassismus-Konvention der UNO, die Frauenrechtskonvention der UNO, die Kinderrechtskonvention der UNO, die Behindertenkonvention der UNO, die Konvention der UNO gegen das Verschwindenlassen von Menschen und die Europäische Sozialcharta des Europarats. Wen wundert es da, dass manchmal Gesetze gemacht werden, die nicht sozial genug sind, wenn im Handbuch der Rechtsförmigkeit unsere Gesetzgeber nicht daran erinnert werden, dass sie die auch bei jedem Gesetz zu beachten haben? Deutschland ist von der UNO auch schon mehrfach gerügt worden, weil die Menschenrechte der UNO nicht bekannt genug gemacht werden. Vom Ausschuss zum UNO-Zivilpakt zum Beispiel 1996 und 2004. Vom Ausschuss zum UNO-Sozialpakt ist Deutschland zweimal gerügt worden. Auch vom Ausschuss zur UNO-Frauenrechtskonvention. Es geht aber sowohl darum, dass die Menschenrechte der UNO nicht genug bekannt gemacht werden in der Schule, in allen Ausbildungseinrichtungen. Auch bei den Sicherheitsorganen hat die UNO Handlungsbedarf gesehen, die mehr darüber zu informieren. Und ich denke, das ist am krassesten bei den Juristen, bei den Anwälten, die es auch geltend machen sollen, bei den Richtern, die es anwenden sollen. Ja, da möchte ich noch was sagen zur wehrhaften Demokratie. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe eben schon erwähnt, dass das Recht auf Widerstand nur das Letzte sein darf, was man machen darf. Da komme ich werde gleich noch ein paar Sachen dazu erzählen. Aber erstmal alles andere, die Ewigkeitsgarantie. Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, welche dafür sorgt, dass die Menschenwürde doppelt unantastbar ist, dass die Demokratie unantastbar ist, der Föderalismus, das Sozialstaatsgebot und die Rechtsstaatlichkeit und auch das Friedensgebot in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Es ist geschaffen worden von Dr. Thomas Dehler, wie gesagt, und es ging darum, dass nie wieder jemand unbemerkt eine Revolution gegen unsere demokratische verfassungsmäßige Ordnung machen kann. Dann gibt es die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und was das ist, im Grundgesetz leider nicht definiert,
Aber wer sich dagegen wendet, dem kann die Anwendung bestimmter Grundrechte, zum Beispiel auch von Meinungsfreiheit, auch von Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, eingeschränkt oder untersagt werden. Und das hat das Bundesverfassungsgericht beim ersten Urteil, als das erste Mal eine rechtsradikale Partei verboten wurde, im Jahr 1952 beim SAP-Verbotsurteil definiert. Und es ist wichtig, dass eine Vorschrift mit so weitgehenden Folgen, dass die auch... Kleinen Moment. Dass die definiert ist, damit jeder weiß, wo er dran ist. Und dafür möchte ich dem Bundesverfassungsgericht damals danken, im Meilenstein im Jahr 1952. Das ist Leitsatz 2 dieses Urteils. A. Das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen. B. Die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht. C. Das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition. D. Die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung. E. Die Unabhängigkeit der Gerichte. Siehe auch unsere Petition. F. Der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und G. die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. Dazu muss ich noch ergänzen, die meisten Grundrechte, die im Grundgesetz stehen, sind für Inländer und Ausländer gleichermaßen gedacht. Und ein paar der Grundrechte sind nur für Inländer. Das ist das Recht, das Wahlrecht, das Grundrechtsgleiche. Das ist das Recht auf Freizügigkeit. Das ist auch die Versammlungsfreiheit. Natürlich haben hier auch Ausländer Versammlungsfreiheit, selbstverständlich, aber die haben sie dann zum Beispiel über den UNO-Zivilpakt und nicht über das Grundgesetz. Das Grundgesetz enthält ein paar Lücken. Und das Wichtige ist, wer halt gegen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, wer die dagegen ist, dass jeder hier seine Grundrechte ausüben kann in Deutschland, die Grundrechte, die gleichermaßen für Inländer und Ausländer gelten, oder wer gegen die Verantwortlichkeit der Regierung vor der Volksvertretung ist und gegen die Wahl oder gegen die Wahlen ist, oder jemand, der für Gewaltherrschaft ist oder für Willkürherrschaft, der ist gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und Vereinigungen, die sowas machen, die müssen natürlich verboten werden und man muss ihnen die Gemeinnützigkeit entziehen. Die Völkerfreundschaft ist, ich habe es eben schon mal erwähnt, beim Thema Vereinigungsfreiheit über das Grundgesetz auch gut abgesichert. Jede Vereinigung, die sich gegen den Gedanken der Völkerfreundschaft richtet, muss verboten werden. Das Grundrecht auf Rechtsweggarantie, auch das gehört zur wehrhaften Demokratie. Denn wie das Verfassungsgericht in verschiedenen Urteilen klargestellt hat, wenn man in seinen Rechten verletzt ist, muss man erst den ganzen Rechtsweg ausschöpfen. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass eine Widerstandslage gegeben sein kann, und zwar, wie eben schon erwähnt, wenn die Ordnung des Grundgesetzes gefährdet ist und dann das Verfassungsgericht nicht eingeschritten ist. Aber das ist das letzte Recht, was man anwenden darf. Es kann auch durchaus sein, dass zum Beispiel eine Widerstandslage besteht und man alleine, selbst wenn alle Rechtsmittel erschöpft sind, mit Transparenz dafür sorgt, dass alle sich wieder an die Vorschriften halten und dass diese eine Lage beendet ist. Ja. Das war jetzt, was ich vortragen wollte. Einige Leute, kleinen Moment, Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Lass da erstmal den Nick und danach machst du das. Ich möchte über das Friedensgebot noch reden. Ja. Ich bitte, dass ich das noch sagen darf. Danke. Ich werde mich etwas kürzer fassen. Das Friedensgebot und die Verbindung zu den universellen Menschenrechten.
ein wirklich wertvoller Schatz im Grundgesetz, den unsere Medien, aber auch die Rechtswissenschaft, die Friedensbewegung, Menschenrechts- und Sozialverbände bisher größtenteils verschlafen haben. Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz lautet, Zitat, darum bekennt sich das deutsche Volk zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Zitat Ende. Ich zeige mal, wie wir das entschlüsselt haben. Es gibt ja Auslegungsprinzipien. Erstens, im Zweifel ist alles wörtlich zu nehmen, wörtliche Auslegung. Dann gibt es die historische Auslegung, die systematische Auslegung. Historisch ist, was haben denn die Leute, die die Vorschrift geschaffen haben, damit eigentlich bewirken wollen? Die systematische Auslegung bedeutet, ich lese nicht nur einen Satz, sondern auch noch die anderen Sätze, die damit in Zusammenhang stehen. Und dann gibt es eben noch die sogenannte teleologische, weitergedachte Auslegung nach Sinn und Zweck, wenn man mit den anderen nicht zum Ergebnis kommt. Ja, und die systematische Auslegung zeigt, dass dieser Artikel 1 Absatz 2 anfängt mit dem Wort darum. Und darum heißt, sieht man, es bezieht sich auf den vorherigen Absatz, den Artikel 1 Absatz 1, nämlich auf die unantastbare Menschenwürde. Die ist also der Grund, der Rechtsgrund für den Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Und dann haben wir damit aber noch nicht die Lösung, zu was uns jetzt Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz, dieses Bekenntnis des deutschen Volkes, berechtigt und oder verpflichtet. Und dann haben wir natürlich mal die historische Auslegungsmethode angewandt. Und damit sind wir fündig geworden. Es geht zurück, Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz, auf die Rede der Hoffnung seiner Exzellenz des damaligen US-Außenministers James F. Burns. In Stuttgart hat er sie gehalten. In dieser Rede wird erläutert, dass die Nazis selbstverständlich von der Macht entfernt werden mussten. Er betonte aber zugleich, Zitat, es war jedoch niemals die Absicht der amerikanischen Regierung, dem deutschen Volk zu versagen, seine eigenen inneren Angelegenheiten wahrzunehmen, sobald es in der Lage sein würde, dies auf demokratische Art und unter aufrichtiger Achtung der Menschenrechte und grundsätzlichen Freiheiten zu tun. Wir sehen das Wort Menschenrechte. Zur Schaffung des Grundgesetzes sagte Burns, Zitat, der deutsche Nationalrat, also was später Parlamentarischer Rat genannt wurde, sollte auch mit der Vorbereitung des Entwurfs einer Bundesverfassung für Deutschland beauftragt werden, die unter anderem den demokratischen Charakter des neuen Deutschlands, die Menschenrechte und die grundsätzlichen Freiheiten aller seiner Einwohner sichern sollte. Nach grundsätzlicher Genehmigung durch den Alliierten Kontrollrat wäre die vorgeschlagene Verfassung einer gewählten Versammlung zur endgültigen Formulierung vorzulegen und sodann dem deutschen Volk zur Ratifizierung zu unterbreiten. Während wir darauf bestehen werden, dass Deutschland die Grundsätze des Friedens, der gutnachbarlichen Beziehung und der Menschlichkeit befolgt, wollen wir nicht, dass es der Vasall irgendeiner Macht oder irgendwelcher Mächte wird oder unter einer in- oder ausländischen Diktatur lebt. Das amerikanische Volk hofft, ein friedliches und demokratisches Deutschland zu sehen, das seine Freiheit und Unabhängigkeit erlangt und behält. Zitat Ende. Zur Wiedererlangung von Wohlstand in Deutschland sagte Burns, Zitat, die Vereinigten Staaten können Deutschland die Leiden nicht abnehmen, die ihm der von seinen Führern angefangene Krieg zugefügt hat. Aber die Vereinigten Staaten haben nicht den Wunsch, diese Leiden zu vermehren oder dem deutschen Volk die Gelegenheit zu verweigern, sich aus diesen Nöten herauszuarbeiten, solange es menschliche Freiheit achtet und sich vom Wege des Friedens nicht abweicht. Es ist also ganz deutlich, die Amerikaner, die wollten damals uns, also James F. Burns, US-Außenminister, wollte zusätzlich zu dem, was die Westalliierten sowieso schon wollten, uns auch auf die Menschenrechte der UNO verpflichten, denn er hat ja nicht Grundrechte gesagt, Menschenrechte, und er wollte uns besonders auf den Frieden verpflichten. Ja, ich kürze es ein bisschen ab. Ich werde noch die Fundstellen nennen und werde es sinngemäß wiedergeben, weil die nächste Rednerin wartet. In der Rede vom 8.9.1948 auf der zweiten Sitzung des Plenums des Parlamentarischen Rats forderte Dr. Süsterhen von der CDU, dass die Grundrechte des Grundgesetzes, anders als in der Weimarer Reichsverfassung, nicht durch einen weitgehenden Gesetzesvorbehalt wieder aushebelbar werden dürften. Quelle Parlamentarischer Rat, Band 9, Harald Bold Verlag, Seite 56. Und dann hat er auch zu den universellen Menschenrechten gesprochen. Und es war ihm besonders wichtig, wir auch auf diese verpflichtet werden, nicht nur auf die Grundrechte. Ich bringe das Zitat von Seite 56 vom genannten Buch vom Harald Boll Verlag über den Parlamentarischen Rat. Zitat, die von den Vereinten Nationen eingesetzte Kommission für die Menschenrechte hat ihre Erklärung für die Menschenrechte fertiggestellt und dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen
überwiesen. In der Präambel dieser Erklärung ist ausdrücklich gesagt worden, dass diese Menschenrechte für alle Völker und Nationen verbindlich sein sollen, dass sie nicht nur in den Gebieten der Mitgliedstaaten zu gelten haben, sondern auch in den Gebieten, die unter der Verwaltung der Mitgliedstaaten stehen. Ich glaube, dass, wenn auch mal in dieser Formulierung wohl zunächst an Kolonien und Mandate, die der Verwaltung der Mitgliedstaaten der UNO unterstehen, gedacht hat, wir als deutsches Volk in dem neu zu gründenden Staatsgebilde dieselben Ansprüche erheben werden, wie sie in der Erklärung der Menschenrechte für Kolonien und Mandate festgelegt sind, dass also diese Menschenrechte für unsere Gebiete, die unter der Verwaltung von Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stehen, gelten müssen. Es scheint mir eine der wesentlichsten Aufgaben bei der Verhandlung über das Besatzungsstatut zu sein, gerade darauf zu dringen, dass die Garantierung der Individualrechte und Freiheiten, die nach dem Wunsch der Militärgouverneure ja einen Bestandteil unseres Grundgesetzes bilden sollen, nicht nur im deutschen Sektor Verwirklichung finden, sondern auch von den Militärgouverneuren, die sich für diese Grundsätze einsetzen, eben in vollem Umfang respektiert werden muss. Er wollte also auch der Macht, den Besatzungsmächten Grenzen setzen, nicht nur mit Grundrechten, sondern auch mit den Menschenrechten der UNO. Dann einer der Abgeordneten der DP hat geredet, findet man auf Seite 562 bis 564 Harald Bold Verlag, Band 9, Parlamentarischer Rat, Zitat, also es geht jetzt darum, um die Aufgabe, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg rechtsstaatlich zu erneuern. Zu dieser Aufgabe sagt er, Zitat, sie schließt ferner die bedeutungsvolle Aufgabe ein, die bei den Völkern der Welt gegen uns entstandene Abneigung zu überwinden und das verlorene gegangene Vertrauen zurückzugewinnen, das die Grundlage dafür bildet, dass Frieden und Gerechtigkeit wieder in der Welt herrschen können. Unumgänglich, dass das deutsche Volk in diesem Grundgesetz ein durch keine Gewalt mehr zu erschütterndes Bekenntnis zum Recht als der Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft und zur Freiheit und Würde des Menschen ablegt, somit zu den ewigen Grundlagen, auf denen die christliche Kultur des Abendlandes erwachsen ist. Zitat Ende. Also, ich wollte mal zeigen, wie man hier mit der historischen Auslegung einen Beweis führt, was Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz enthält, nämlich eine Verpflichtung auf ein Friedensgebot und eine Verpflichtung auf die universellen Menschenrechte der UNO. Und wir waren schon auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte über diesen Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz verpflichtet, lange bevor wir wieder UNO-Mitglied werden durften, denn die UNO ist ja entstanden aus einem Bündnis gegen die Schreckensherrschaft der Nazis. Ja, die Frage ist, ich sollte auch erzählen, was das Ganze dem kleinen Mann auf der Straße bringt. Einmal ein Friedensgebot, unantastbar, weil es in Artikel 1 steht. Das ist weit mehr als nur ein Angriffskriegsverbot. Und was beinhaltet das? Wenn man dazu sich eine Rechtsauffassung bilden soll, würde ich empfehlen, auch die historische Auslegung wiederzunehmen. Was wollte seine Exzellenz, US-Außenminister James F. Burns? Er wollte, dass wir Deutschen friedlich sind und er wollte vor allem auch nie wieder Weltkrieg. Und ich denke, wir Deutschen dürfen nichts dazu beitragen, was eine Weltkriegsgefahr erhöht. Ich glaube, dass das zum Friedensgebot mit dazugehört. Und ich denke, dass es auch dazu gehört, die anderen Vorschriften des Grundgesetzes, die den Frieden schützen, vom Parlamentsvorbehalt bis zum sehr strengen Angriffskriegsverbot im Grundgesetz, bis zum Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz, der uns verbietet, Kampfeinsätze in Ad-hoc-Bündnissen zu führen. Oder auch Artikel 87a Grundgesetz, auch eine Vorschrift, die Grenzen setzt für Militäreinsätze, dass wir die auch alle befolgen müssen, dass das Friedensgebot dies zusätzlich schützt. Und das Tolle ist, Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz knüpft an die Menschenwürde an. Und es ist unsere Rechtsauffassung, dass jede Verletzung des Friedensgebots auch als Verletzung von jedem Deutschen als Verletzung seiner Würde geltend gemacht werden kann. Das darum, in dem Artikel 1 Absatz 2 bezieht sich auf die Menschenwürde. Und das andere, die Verbindung zu Menschenrechten der Vereinten Nationen. Das Grundgesetz hat leider wenig soziale Grundrechte, aber wir haben der UNO-Sozialpakt hat umso mehr. Und unsere Verpflichtung auf die Menschenrechte der UNO über Artikel 1 Absatz 2 bedeutet zwar keinen Gleichrang mit den Grundrechten des Grundgesetzes, denn da müsste das ausdrücklich im Grundgesetz drinstehen, wie wir es von einigen lateinamerikanischen Verfassungen ja kennen. Aber es bedeutet schon eine stärkere Verpflichtung als nur, dass Deutschland die Menschenrechtsverträge der UNO ratifiziert hat. Was bringt das dem kleinen Mann auf der Straße, dass es eben seine sozialen Rechte eben mehr Gewicht haben, als wenn wir nur das Grundgesetz hätten und als wenn wir nur die Menschenrechtsverträge der UNO ratifiziert hätten? Ja, jetzt würde ich gerne einmal Pause machen und würde gerne an die Kollegin, die schon lange wartet, an die Niki Vogt übergeben.
Und sie wird uns etwas Rechtsphilosophisches erzählen und auch etwas, was bei uns über die EU auf uns zukommen kann und wo wir einfach ein Verfassungsgericht brauchen, was sich nicht mehr wegduckt, was sich nicht mehr drückt, wenn es um das Grundgesetz in seiner Funktion geht, auch dem EU-Recht Grenzen zu setzen.